nur dann oben abgetrennt. So. Müssen wir hier irgendwie so drauf. Das heißt auch hier kommt wieder eine komplette Glasschicht hin. Huch. So. Die hier, wenn du sogar mit der Mauer verbinden kann. Dann sieht es nicht ganz so strange aus. So, klack. Klack. Und dann haben wir das hier auch fertig. Super. Hier hänge ich mal noch zwei Lampen hin. So. Dann können wir uns mal daran machen, ganz kurz Holz, Quatsch, Stein zu holen. Stein holen. Stein holen, Stein. Holz kann man auch holen. Hier sollten wir vielleicht mal aufholen. So, Stein holen. Das war's schon, okay. Wir könnten eventuell mal den Spaß hier wegtun, genauso wie den Spaß da. Denn das Zeug da haben wir ja von der Hexe bekommen, das kann auch weg. Gelbe Wolle kann weg. Glas kann dann erstmal weg. Sand kann dann erstmal weg. Und schon nochmal ein viel leeres Inventar. Und können sogar dann mal die ganze Erde aufsammeln, die so noch liegt. Wir haben zwar genug, aber pff, man kann nie genug von irgendwas haben. So. Ja, lassen wir den Spaß einfach mit der Mauer bündig weiterlaufen. Bin ja auch ein Held, ey. Oben drüber darf natürlich nichts sein, sonst lässt sich der Kaktus ja nicht pflanzen. Moment, da müssen wir das erstmal hier wieder rausflippen. So darf es natürlich nicht sein. So, da. Hier. 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 Haben wir es überall? Ich hoffe es mal. So. Dann setze ich mir hier mal eine Workbench hin. Dann können wir uns hier mal ein paar Zäune craften. Die wir dann schmucki ersetzen können. Da rein muss ja dann keiner, deswegen. Und dann lasse ich natürlich noch was offen, weil... rein theoretisch könnte man das hier offen lassen. Und könnte dann hier für
für Wartungsarbeiten einen Schacht reinbasteln. So. Dann brauchen wir jetzt, ich weiß, ich habe noch einmal drin, aber ich bin jetzt zu voll zu laufen, deswegen hole ich mir jetzt einfach aus dem Fluss unten welche. Hole ich mir jetzt einfach. Kein Skelett? Okay. Habe ich ein bisschen Furcht vor den Skeletten, weil ich nicht weiß, wie stark die sind jetzt in Wirklichkeit. So. Schnell mal ein unendliches Wasser craften hier. Klack. Und dann können wir uns hier bedienen. So, hopp und hopp. Das ist natürlich, das hat mich auch damit bei der, das war immer so das Schlimme an der Falle, wenn du dann immer so durch den Wasserstrahl laufen musstest. Und da gab es immer richtig krasse Fallen, also da gab es ja früher richtig Wettbewerbe auf YouTube, als die ersten Kakteenfallen kamen. Da kam ja richtig so, ja, wer baut die krasseste Kakteenfalle? Und da gab es Leute ohne Mist, die haben da Kakteenfallen hingezimmert. Wo du dachtest, alter Schwede, der hat doch kein Leben oder so. So, super, da haben wir das geklärt mit Stopp. Dann nehme ich mir gleich mal zwei einmal mit wieder. Dann kommt nämlich hier der nächste rein. Genau, das geht bis hier. Ups. Hier komme ich ja gar nicht durch. Also, na gut. So, das geht bis da. Auch super alles. Du brauchst noch zwei Eimer jetzt. Ne? Eins, zwei und dann esse ich mal ganz kurz was. So, sehr schön. Dann rennen wir mal hier rüber. Platzieren da noch schnell einen Eimer. Der müsste jetzt theoretisch bis hierher gehen. Genau. Und dann platzieren wir hier noch einen. Und der müsste jetzt einen freilassen hier noch. Genau. Und dann kann man jetzt hier... Wenn man denn lustig ist, tue ich hier mal ganz kurz noch einen rein. So, und dann kommt der nämlich hier noch rein. Da kann man jetzt, wenn man hier lustig ist, geht man einfach her, flupp, nimmt sich das Zeug und dann geht man wieder raus. Jetzt brauche ich natürlich Kakteen erstmal, sonst würde nämlich das mit der Kakteenfalle gar nichts. Ich frage mich, ob ich Kakteen überhaupt habe. Das ist eine interessante Frage. Ich habe keine Kakteen, oh mein Gott. Dann packe ich mal den Spaß hier rein, dann kommt das mal hier rein. Huch. Ich weiß nämlich zufällig, wo die Wüste ist. So, Quatsch, das kommt nicht hier rein. Wir sortieren das mal kurz nochmal aus hier, das kommt nämlich eigentlich so hier. Spaß, da. So. Gut, das lasse ich immer noch gelten. Aber der ganz andere Spaß kommt eigentlich hier rein. Klack. Steincrafting kommt hier rein. Genauso wie die Eimer und Glas kommt da rein. Grünzeug kommt da rein. Rohstoffe da rein, Grünzeug da rein, Holzcrafting da rein, Fackeln bleiben bei mir, das bleibt bei mir, das bleibt bei mir, der ist irgendwie sinnlos und dann haben wir noch einen Eimer fürs Eisencrafting.
Und dann machen wir mal los, wird gerade Tag, das ist super. Und dann können wir mal gucken, vielleicht findet man ja sogar noch ein Skelett, was sich irgendwo untergestellt hat oder so. Es gibt übrigens auch Skelette, wie zum Beispiel das Feuerskelett, was wir vorhin gesehen haben. Die bekommen kein Damage von der Sonne. Die können wir also auch nachts antreffen. Tags antreffen. Ja, ja. So, klack. So. Keinen Damage von der Sonne. Und dann lassen wir schon scharfe Scherben, wenn wir einmal dabei vorbeilaufen. Schade, dass man Wolle im Nachhinein nicht mehr verändern kann von der Farbe her. Zumindest glaube ich nicht, dass das ging. Wir haben echt noch keine Kakteen gefunden, das wundert mich. Dabei kriegt man eigentlich nur noch einen roten Farbstoff raus, hat man nicht früher zwei gekriegt. Im nächsten schaffe ich die Schere färbe ich vorher noch rot. Ich komme keine Schafe mehr, ich wetz mir durch. Ah doch, das ist eins. Schade, ich hätte beinahe meine Wette gewonnen. Beinahe, aber wie wär's gewesen? Beinahe, beinahe. So, ach, du wirst geschert. Nicht, dass mich das jetzt scheren würde, aber haha, verstehst du wie? Scher dich doch um deinen Dreck. Was verstehst du, wenn sie den Schaf nicht gewaschen hat, dann schert es sich um seinen Dreck. Ach, ich geb's auf, okay. Geb's ja schon auf, passt ja schon. Wir finden leider kein Skelett mehr, sehe ich gerade. Ui, Höhle. Meine Hand schläft gerade ein. Super, ich trinke mal schon Kaffee noch. Immer dasselbe. Ich stelle mir einen Kaffee und will den trinken und dann trinke ich mir, wenn er kalt ist. Muss man aber ein Trink mal aufstellen. Die Witze heute, das ist echt eine Katastrophe. Der Grund, warum ich die Wüste hier hinten schon kenne, ich weiß nicht, ob wir vorher schon mal hier waren, aber ich weiß, dass in der Aufnahme, die ihr nicht gesehen habt, da sind wir auch mal kurz hintergegangen, um Pokémon zu jagen und so. Wir hatten in der Aufnahme viele Pokémon gejagt und bla bla. Hatten auch Shelterra aus und so einen Spaß gesehen, war ganz lustig eigentlich. Aber ja, daher kenne ich die Wüste halt hier. Gleich mal ein bisschen mehr sammeln, denn wir müssen ja mit einem Schlag die Falle voll kriegen. Also ich würde gerne mit einem Schlag die Falle voll kriegen, weil jetzt müssen wir ja ewig warten hier. Wäre ja Schwachsinn. Das heißt, also 20 sollte man mindestens sammeln. Ich weiß nicht, ob es 20 oder 24 groß war, die Falle. Aber 20 auf jeden Fall. Das soll ja kein Ding sein. Ich habe jetzt schon 9. So. Nur was essen müsste ich zwischendurch, sonst ist das in dem Rennen schwer. So. Ich finde es schade, dass wir hier kein Villager-Dorf hier haben in der Gegend. Auch gerade gehört. Ich hoffe, in der Wüste muss es Spawner zu finden, die wo der Sand eingesackt ist. Ah, das war glaube ich nur meine Halluzination. So, dann laufen wir einmal durch den Dschungel zurück. Wir haben ja noch hier die Schere. Vielleicht finden wir was Lustiges. Kakaobohnen und so ist nicht so mein Ding. Die Kuh schon eher. Haben wir ja eigentlich, hatte ich sie beide noch gar nicht verzaubert. Ach so.
dachte, ich habe auf jeden Fall auf ein paar Plünderungen drauf. Aber dem ist nicht so. Man kann übrigens den Dark Impulsor mit Schärfe 4 kann man den auf 25 Damage bringen. Das ist richtig heftig. Ich weiß nicht, wie viel der Ender Dragon hat. Ich glaube, der hat der 250 oder so. Aber es ist nicht unbedingt so viel. Das heißt, 10 Schläge, nehmen wir mal davon aus, der hätte so viel. Das heißt, er hat 10 Schläge mit dem Schwert. 10 Schläge, Alter, bin ich besoffen? 10 Schläge mit diesem Schwert und er wäre tot. So. Wenn ich die 2 Schläge brauche, habe ich selber mal den Dark Free Pulsar ausgepackt. Und hab ihr damit ins Gesicht geschlagen. Und hier. Kack. Geht doch viel schneller. Ich weiß gar nicht, wie viele Schläge der Dark Pulsar hat. Ich nehme mal schon an, dass er mindestens haltbar wie ein Diamantschwert ist. Immerhin hat er uns gute 20 Diamanten gekostet. Da kann ich schon erwarten, dass er ein bisschen haltbar ist. So. Das wollte ich nicht, tut mir leid, war aus. Ist mir das Schwert ausgerutscht. Jetzt tut es mich aber gerade interessieren, ob auf dieser Wiese da hinten, ich weiß nicht, ob wir da schon mal waren, aber mich würde interessieren, ob da eventuell eine Village ist. Würde mich ja sehr freuen. Sieht so einladend aus nach, hier könnte man ein Dorf hinbauen. Denkt sich das Spiel in dem Moment zwar nicht, aber ich denke mir das in dem Moment gerade. Und eventuell, ach guck mal hier, Hühner. Das ist ja super, weil wir brauchen Feder. Ja, komm her. Da brauche ich jetzt echt Plünderung, damit ich ein paar Federn abkassiere. Weil mit Federn können wir ja Pfeile machen, wir haben momentan ja so wenig Pfeile. Könnten wir uns mit den Federn eventuell hochhelfen. Ja, 5 Federn, das sind 40 Pfeile. Das sieht gut aus. Wir haben momentan 3 Stück. Ja, 40 Pfeile ist okay. Kann man was mit anfangen. So. Was ist das jetzt schon? Warum liegen hier überall Schweinefleisch rum? Schade, ich dachte, hier finden wir eventuell was, aber dann eventuell doch nicht. Anscheinend finden wir hier eventuell doch nichts. Ich würde die Schweine ja gerne mitnehmen. Ich muss mal die Helligkeit. Achso, da kann ich ja die Shaders jetzt wieder reinpacken. Das ist ja so auch super. Ja, wow. Da kann ich ja die Shader wieder reinpacken, wenn der Pokémon-Mod raus ist, weil die haben sich ja miteinander FPS-mäßig nicht so gut vertragen. Und haben sich gegenseitig fast umgebracht. Super, gefreut mich. So, dann kann ich mir mal hier ganz kurz den hier machen, dann haue ich mir das hier mal weg und nehme die hier. Ah, Shader. Sehr schön. So, dann gehen wir mal nach Hause. Hier den Schwein nehmen wir mal mit. Eigentlich könnte man sich vollkommen vegan ernähren und nicht vegetarisch ernähren. Und ich glaube, ich werde das mal hier so vielleicht so einführen in der Gegend, dass wir das machen und dass wir keine Tiere mehr gefährden. Andererseits auch doof, weil du musst ja die Kühe schlachten wegen dem Leder. Die kannst ja nicht abziehen, das Leder oder so. Das ist unser Berg hier, oder? Das ist unser Berg?
Ne, ist nicht unser Berg, oder? Ne, ist nicht unser Berg.